Hi, mein Name ist Ralf und heute erzähle ich euch etwas über das chronische Bienenparalysevirus, kurz CBPV. Insbesondere, wie man CBPV erkennt und wie man CBPV behandelt. Nur kurz, so ein kleiner Überflug darüber, was CBPV eigentlich ist und woran man es erkennt. Es ist eine Erkrankung der Erwachsenenbiene. Man erkennt erkrankte Bienen daran, dass sie oftmals kein Haarkleid mehr haben oder einen verkürzten bzw. aufgeblähten Hinterleib. Erkrankte Bienen zeigen oftmals Lähmungserscheinungen, was man testen kann, indem man die zum Beispiel antippt und dann feststellt, dass sie nicht weglaufen oder nicht wegfliegen. Ganz typisch ist massiver Totenfall vor dem Flugloch oder auf dem Bodenbrett. Und auch ein ganz typisches Symptom, was aber selten wirklich so deutlich kommuniziert wird, sind erkrankte bzw. Wächterbienen, die erkrankte Bienen vorm Flugloch beknabbern. Da hält dann eine Biene still und ein, zwei weitere Bienen umlagern diese Biene und putzen die ganz intensiv. Wird gerne auch verwechselt mit der Waldkrankheit oder der Schwarzsucht. CBPV kann auch in Völkern vorhanden sein als versteckte oder verdeckte Infektion. Also die Völker haben das Virus in den Tieren vorhanden, aber zeigen keine Symptome. Wird nicht unmittelbar mit der Varroa assoziiert. Also klar, niedriger Befall mit Milben ist immer gut, aber es wird im Unterschied zu anderen Viruserkrankungen nicht unmittelbar oder nicht unmittelbar mit der Varroa assoziiert. Sammlerinnen haben die höchste Viruslast und zwar interessanterweise im Kopf und tritt meist im Frühling oder im Sommer auf, beziehungsweise Frühling und Sommer. Die Infektion findet statt über Körperkontakt oder auch darüber, dass Fäkalien aufgenommen werden beim Putzen oder auch, habe ich jetzt gelernt, über Haare. Also bei diesem vorher beschriebenen Knabbervorgang, wenn diese Bienen dann etwas vom Haarkleid der beknabberten Biene aufnehmen, können die sich auch infizieren. Wenn Völker nicht ausfliegen können, kann sich das Virus stärker ausbreiten, beziehungsweise ich würde sagen, es kann sich einfach nur schneller ausbreiten. Kurz zu meinem Hintergrund, warum weiß ich so viel über CBPV, beziehungsweise warum habe ich da so viel Erfahrung mit? Da kommen wir im Detail noch zu, aber ich habe in einem Jahr, haben zwei Drittel meiner Völker massiv unter CBPV gelitten. Das waren schon ein paar Völker und das war ausgesprochen frustrierend. Und irgendwann habe ich mich aber entschieden, das Ganze eher als Möglichkeit, Erfahrung zu sammeln, aufzufassen, denn nur als Problem. Und so sahen meine Völker in dem Jahr aus. Das ist der massive Totenfall vom Flugloch, von dem ich geredet habe. Und das war in dem Fall so stark, dass ich alle 4, 5 Tage einen 25-Kilo-Hobok voll Bienen zusammenfegen konnte. Also ist schon, kann sehr massive Auswirkungen annehmen. Wirkt sich dann auch massiv auf die Honigleistung aus, wie man sich unschwer vorstellen kann. Das ist nochmal der gleiche Stand von der anderen Seite, aber ich glaube, der Eindruck ist klar, den ich vermitteln will dabei. So sieht das konkret aus, wenn man dann mal von oben reinguckt und ein stark befallenes Volk hat. Stark befallene Völker erkennt auch der Laie relativ schnell und sicher, weil man, wenn man solche Bienen sieht, auch weiß, selbst wenn man nicht viel Erfahrung damit hat, dass hier irgendwas nicht stimmt. Und die haben halt einfach kein Haarkleid mehr, insbesondere die beiden Bienen, die man hier oben sehen kann. Und das ist dann schon ein fortgeschrittenes Stadium. Aber interessanterweise, meine Erfahrung ist die, dass es schon viel subtilere Anzeichen gibt, wo man praktisch solche Bienen gar nicht findet oder da muss man einen Blick für haben, dass man sie sieht, sondern dass ein auffälliges Zeichen eher daran besteht, mit dem beschriebenen Flugloch putzen, beknabbern. So, jetzt schauen wir mal, ob wir das hier auf der Aufnahme vernünftig darstellen können. So sieht das mal mit dem Flugloch aus. Hier fallen unterschiedliche Dinge auf. Also zum einen gibt es Bienen, die einfach nur rumsitzen und nichts tun. Wie diese hier zum Beispiel. Ich halte es mal kurz an. Wie diese hier zum Beispiel. Oder hier ist eine Biene, die hinten auch schon so leicht blank ist. Und was insgesamt auffällt, ist, dass im Unterschied zu gesunden Völkern hier dieses geschäftige Treiben fehlt. Die stehen hier gerade im Raps. Und eigentlich müsste es ein stetiges Kommen und Gehen sein, aber tatsächlich sitzen die meisten Bienen davon einfach nur auf dem Anflugbrett vorm Flugloch rum und tun praktisch nichts außer sich putzen oder ein bisschen mit den Flügeln schlagen. Aber es fehlt eigentlich
komplett so diese Aktivität, diese Sammelaktivität, wo es rein, raus, rein, raus geht. Hier sieht man zum Beispiel eine Biene, die beputzt wird, die sich auch nicht so wirklich dagegen wehrt. Hier ist auch noch eine, die wird ja zwar nicht geputzt, aber die verhält sich einfach atypisch. Das kann man ganz deutlich erkennen. Hier gibt es zum Beispiel eine Beputzaktion von einer Biene, die beknabbert wird, aber gar nicht krank aussieht. Trotzdem würde ich davon ausgehen, dass die Biene demnächst eindeutig CBPV-Anzeichen zeigen würde. Und man sieht sie, auch hier sieht man das entsprechend. Und das ist ein stark befallenes Volk. Also es gibt durchaus Völker, die ja sind schwach von CBPV betroffen. Da gibt es nicht in diesen Mengen dieses Verhalten vom Flugloch, sondern da sind das dann nur einzelne Bienen, die sich entsprechend verhalten. Ursachen. Ich würde sagen, die Hauptursache ist einfach eine Infektion durch ein Volk oder durch Bienen eines Volkes, wo CBPV vorhanden ist. Dass eine infizierte Biene andere infizierte Bienen ansteckt durch Verflug beispielsweise. Was aber latente Infektionen wohl zum Ausbrechen bringen kann, ist Stress. Das heißt durch Pestizide, schlechtes Wetter im Frühjahr oder auch eine hohe Varroa und damit Virenlast im Volk. Also so wäre dann Varroa ein indirekter Vektor oder eine indirekte Ursache, die dann letztendlich tatsächlich zum Ausbruch von CBPV führen kann. Aber die Hauptursache, dass das von Volk zu Volk geht, ist sicherlich Verflug und/oder Räuberei. Und ich würde jetzt mal grob unterscheiden in einer horizontalen Ansteckung, also Ansteckung zwischen Völkern eines Standes. Und dass es Verflug gibt, ist ja keine wirklich neue Erkenntnis, aber dadurch kann sich eben auch ein Virus ausbreiten. Und das erkennt man dann, diese horizontale Ansteckung oder welche Völker tatsächlich krank sind am Stand, da erkennt man dann sehr gut an dem Totenfall vor den Fluglöchern. Weil, wenn man ein bisschen Glück hat, erkennt man einzelne Völker, die immun sind, weil dort einfach kein Totenfall vor den Beuten zu finden ist. Vertikale Ansteckung meine ich hier als Ansteckung zwischen den Bienen eines Volkes. Und je mehr Bienen sich gegenseitig anstecken, umso deutlicher werden letztlich die Symptome. Aber, und das ist ein Punkt, den ich schon mal vorwegnehme, interessanterweise scheinen nicht alle Individuen eines Volkes gleichermaßen zu erkranken. Und zwar auch dann nicht, wenn sie längere Zeit sehr eng aufeinander hocken, wie beispielsweise in der Wintertraube. Und das wird später nochmal interessant und wichtig werden. Hier gehe ich jetzt nochmal kurz auf die einzelnen Behandlungsoptionen ein und von wo ich denke, welche gut sind, welche nicht gut sind. Erkrankte Völker auf einen Quarantänestand zu bringen, macht immer Sinn, ist immer eine gute Idee. Wenn man die Möglichkeit hat, sollte man das tun. Was ganz oft empfohlen wird, ist Raum geben, damit die Bienen nicht so eng aufeinander hocken und sich damit nicht so schnell anstecken. Und das halte ich ehrlich gesagt mit Verlaub für Unsinn. Aus dem einfachen Grund, die ganze Organisation eines Volkes, die ganzen Arbeitsprozesse, alles, wie innerhalb eines Volkes praktisch der ganze Staatsaufbau organisiert ist, läuft ganz viel über Berühren, gegenseitig berühren, sich füttern, sich sauber machen, überhaupt andere Sachen sauber machen, wegbringen. Und es spielt praktisch kaum eine Rolle, ob die einzelnen Individuen da eng beieinander sitzen oder sich ein bisschen mehr Platz untereinander haben. Die haben so oder so miteinander Kontakt. Wenn eine kranke Biene abkotet, wird irgendwie eine andere kommen und das sauber machen. Oder dieses massive Beputzen und Beknabbern werden die sicherlich auch innerhalb der Beute machen, wenn die da drin sitzen und nicht raus können. Ganz egal, ob da nun zwei, drei oder vier Honigräume drauf sind. Und wenn, dann wird im besten Fall die Ausbreitung der Krankheit zwischen den einzelnen Tieren nur zeitlich etwas verzögert, bestenfalls. Das holländische Modell. Das ist eine Idee, die mir zugetragen worden ist, die wohl in Holland, aha,
angeblich erfolgreich angewendet worden sein soll, wobei ich da arge Zweifel habe. Da behandelt man ein erkranktes Volk im Grunde genommen ähnlich wie ein drohnenbrütiges Volk. Man nimmt die Königin, käfigt die, hängt die in eine Kiste rein und dann nimmt man die anderen Waben und schüttelt diese Waben samt den ansitzenden Bienen 20, 30 Meter entfernt ab. Und die Theorie ist denn die, dass die gesunden Bienen zurückfliegen und die kranken Bienen dann eben im Gras oder auf einer, oder wo man es auch immer hingeschüttet hat, dass sie dann dort verbleiben. Und ich habe das tatsächlich ausprobiert und das ist deswegen großer Quatsch, weil erstens, erkrankte Bienen können sehr wohl noch eine gewisse Zeit lang orientiert wieder zurückfliegen. Das bekommen die schon hin. Was man aber stattdessen verliert bei der Methode, sind die noch nicht eingeflogenen Jungbienen, die praktisch gesund sind. Die verliert man dann, die behält man dann nicht mehr. Also fliegen Flugbienen und auch jene, die schon krank sind, zurück. Und die gesunden Jungbienen, die hat man dann aussortiert. Ich kann da nur dringend von abraten. Eine andere Methode ist das sozusagen das Ausselektieren von erkrankten Bienen mittels Ameisensäure. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das zunehmende Auftreten von CBPV auch damit zu tun hat, dass immer mehr Menschen weggehen von der Ameisensäure und alternative Behandlungsmethoden nutzen. Oder anders ausgedrückt, vielleicht hatte auch die Ameisensäurebehandlung in der Vergangenheit immer den Nebeneffekt, dass man nicht nur gegen Varroen behandelt hat, sondern auch indirekt gegen andere Erkrankungen. Beispielsweise dadurch, dass man erkrankte Bienen, die den Säuredampf nicht mehr standhalten konnten, einfach so abgetötet hat. Zu Tode gestresst, wie ich hier schreibe. Ich habe das auch ausprobiert. Das hat bei mir nicht allzu viel Wirkung gezeigt, was daran liegt, dass ich die kranken Bienen vorher anderweitig entsorgt habe. Aber das erzähle ich dann gleich noch. Aber das kann ich mir durchaus als plausible Maßnahme vorstellen, die Anzahl der erkrankten Bienen im Volk tatsächlich kurzfristig zu senken. Aber nachhaltig ist das meines Erachtens nicht. Komme ich noch zu. Ansonsten ist ein Tipp, der sicherlich auch nicht verkehrt ist, ist, einen Patienten mit Futter und Brutwaben zu unterstützen. Sollte man oder kann man machen im Zusammenhang mit anderen Maßnahmen, wenn man dabei ist, sozusagen die Krankheit nachhaltig zu behandeln. Und dazu komme ich gleich. Eine Methode, die ich hier vergessen habe aufzuschreiben, die ich angewendet habe und die auch gut funktioniert hat, ist, die Flugbienen abzutreiben. Und zwar, man verstellt die Völker um 30, 40 Meter von ihrem ursprünglichen Platz, stellt an den ursprünglichen Platz einen Lumpensammler und dann passiert, das kann man sich jetzt denken, passiert Folgendes: Die Flugbienen fliegen morgens raus und fliegen dann, wenn sie zurückkommen, an ihrem alten Standort, wo sie eingeflogen sind, wieder rein. Aber das ist jetzt ihr eigentliches Volk nicht, sondern nur ein Lumpensammler und so verliert man dann über ein, zwei Tage praktisch alle, mehr oder weniger den Großteil der Flugbienen. Und damit auch einfach ein Großteil der erkrankten Bienen tatsächlich selber. Und der Lumpensammler ist dann voll. Also der ist dann voll mit kranken Bienen. Nur den Lumpensammler braucht man halt, damit eben sich der Verflug in Grenzen hält, dass die Bienen nicht anfangen, dann zu gucken, wo können wir denn unterkommen, weil da, wo sie ursprünglich waren, ist ja nichts mehr. Ja, deswegen ist es wichtig, dass man sozusagen ein Opfervolk dann dafür bereitstellen kann. So, jetzt kommen wir zu dem, was mir am wichtigsten ist zu vermitteln, nämlich was ist eigentlich die meines Erachtens vielversprechendste, nachhaltigste Variante, CBPV zu behandeln. Und das ist die Genetik. Das ist ein Volk, das im Frühjahr 22 ist das Bild entstanden, das mitten zwischen kranken Völkern gestanden hatte, ich meine, das war sogar der Lumpensammler, von dem ich vorhin gesprochen habe. Und dieses Volk hat jede Art von Angriff durch CBPV locker weggesteckt und das einfach weggeatmet. Und so sah das nach dem Winter dann aus. Und warum ist das möglich? Wie kann das sein?
Und darum soll es halt jetzt hauptsächlich gehen in diesem bescheidenen Vortrag. Spielt die Genetik also eine Rolle beim Ausbruch von CBPV? Fragezeichen. Kurz zur Vorgeschichte. Man muss ja auch meine Fehler nicht wiederholen, die ich in der Vergangenheit gemacht habe. Deswegen kann man ja auch offen miteinander reden. Ich habe 2020 von einer Zuchtmutter umgelarvt. Und mit dieser Königin bin ich auf exakt, oder mit den Königinnen, mit den F1, bin ich dann auf exakt eine Belegstelle gefahren. Ich gebe diesen Königinnen jetzt Fantasienamen mit Fantasiezüchterkürzeln. Es gibt auch eine Fantasiebelegstelle, auf die ich gefahren bin. Ich anonymisiere das einfach deswegen, weil ich keine Lust darauf habe, dass die Züchter, die im Zuge dessen irgendwie relevant waren oder sind, dass man denen unterstellt, dass sie schlechte Arbeit leisten würden, weil so ist es nicht. Deswegen anonymisiere ich das Ganze einfach. So, wir nennen diese Königin einfach B1234 und die Belegstelle, die nennen wir jetzt mal Schwanwerder und die Drohnenlinie ist eine M6. Und es betraf, also die Anzahl der F1, die mit denen ich auf meine Belegstelle, auf die Belegstelle gefahren bin, waren eben ungefähr 25 Königinnen. Und die hatten halt, wie man hier das ganz typische Backfast-Pedigree, wenn man das lesen kann, habe ich hier so ein bisschen abgekürzt. Diese 25 Töchter sind halt 2020 geboren worden. Die Mutter war die B1234 und die Vaterseite war die M6. Mit denen sind diese Königinnen angepaart worden. Die habe ich dann im Herbst 2020, habe ich diese Königin dann so in ihre Ziel-Wirtschaftsvölker eingeweiselt. Und dann haben die auch gut ausgewintert. Und im Frühjahr 2021 bin ich dann mit diesen Königinnen unter anderem in den Raps als auch zu anderen Standplätzen gewandert. Und Ende Mai, zuerst im Raps, habe ich dann bei fast allen Völkern, in denen diese B1 zwei, drei, vier Töchter drin waren, alle haben CBPV, fast alle haben CBPV gezeigt. Und weil ich im deutschen Bienenmonitoring bin, konnte ich eine Anlassbeprobung machen lassen und das auch mittels Laborbefund bestätigen lassen. Später dann, leicht zeitversetzt, aber nicht wirklich viel, ist auch an anderen Standorten und anderen Standplätzen CBPV aufgetreten. Und auch hier waren es wieder, wenn man auf die Stockkarten geguckt hat, hauptsächlich Königin aus dieser einen Serie, die auf der Belegstelle Schwanwerder gewesen sind. Dazwischen waren auch Völker, die schwächer betroffen waren, aber da bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob die nicht nur durch Verflug ein paar einzelne Bienen hatten. Und es gab aber auch Völker, die überhaupt nicht betroffen waren, obwohl sie mitten zwischen den kranken Völkern standen, die dann aber ganz andere Anpaarung hatten. So, im Sommer habe ich dann behandelt. Da ging sozusagen die Odyssee los, zu lernen, was kann man eigentlich tun. Und deswegen habe ich fast nahezu alle Behandlungsoptionen, die man im Internet so finden kann, dann auch mal ausprobiert und konnte gucken, was davon funktioniert und was nicht. Und dann habe ich eben auch die Flugbienen abgetrieben. Das war eine Variante, die ich dann später auch noch kombiniert habe mit Umweiseln, mit radikal Umweiseln. So, jetzt war aber mein Problem, dass ich mir überlegen musste, von welchen Königen ziehe ich eigentlich nach, also womit weisele ich eigentlich um. Und ich habe mich dann, weil ich schon so langsam den Verdacht hatte, dass das auch mit der Genetik zu tun haben kann, habe ich gedacht, ich mache jetzt mal einfach mit zwei meiner eigenen Königin weiter, nämlich mit F1 von dieser B12345. Die kein CBPV gezeigt haben. Also die erstmal würde man vermuten, immun sind. Da habe ich zwei Zuchtmütter ausgewählt, welche kein CBPV gezeigt haben. Die eine hieß B10 und die andere hieß B18. Und deren Töchter, das ist dann sozusagen die F2 von der ursprünglichen Problemzuchtmutter, die habe ich dann eingeweiselt. In alles, was vorher krank war, habe ich halt diese Königin eingeweiselt. Und im Oktober schienen dann tatsächlich die Völker alle weitestgehend okay.
Einige wenige zeigten allerdings immer noch Anzeichen von CBPV. Und das war interessant. Also, oder das wurde dann zu einem Augenöffner. Im Winter hatten dann nämlich insbesondere die Völker, die durchgehend CBPV gezeigt hatten, also bis in den Oktober hinein, die hatten einen überdurchschnittlich hohen Totenfall auf dem Bodenbrett. Und da habe ich schon mit dem Schlimmsten gerechnet. Aber im Frühjahr stellte sich dann raus, dass ich A, nicht nur keine Winterverluste hatte, sondern dass kein Volk mehr CBPV-Anzeichen zeigte. Ich habe dann die Bodenbretter sauber gemacht und die vorher betroffenen Völker waren etwas schwächer. Die brauchten länger, um in die Puschen zu kommen, aber die sahen ansonsten gut aus. Kein CBPV mehr. So, jetzt will ich noch mal kurz, weil das jetzt wichtig wird, im Punkto Vererbung noch mal eingehen auf diese F2-Generation, die ich dann gezogen habe oder wo ich zwei Zuchtmütter bei mir auserkoren hatte und diese von diesen Zuchtmüttern dann nachgezogen habe. Wie gesagt, die eine hieß B10, die andere hieß B18 und wir nennen die Töchter jetzt einfach mal B10 F1 und B18 F1, weil die sich jetzt auch komplett anders entwickelt haben. Die Mütter B10 und B18, die habe ich behalten. Auch wenn die aus der problematischen Serie stammten, aber eigentlich, so war ja meine Theorie, bisher hatten sie keine CBPV gezeigt, also sollen sie auch weiterlaufen. Zusammen mit ihren Töchtern. Und ab Juni 22 hatte ich dann wieder CBPV in deutlich weniger Völkern, in deutlich geringerer Intensität. Aber mittlerweile war ich dann so darauf trainiert, das zu erkennen, dass es dann klar war, dass es in Teilen wieder aufgetreten ist. Und interessant dabei war, dass es nicht nur die Zuchtmutter selbst dann plötzlich betraf, die B18, sondern auch all ihre Töchter. Und im Unterschied dazu, und das war jetzt sozusagen ein Glücksgriff, wenn man so will, weil der Unterschied da deutlich wurde, kaum betroffen oder gar nicht betroffen war sowohl die B10 als auch ihre Töchter, die B10 F1. Und ebenfalls kaum betroffen, ganz andere Herkünfte. Ich habe ja nicht nur meine Buckfast-Königin am Stand, sondern ich habe auch noch Karnika-Königin, ich habe hier und da noch so Wald- und Wiesenkönigin, die dann aus irgendeinem Schwarm kommen und so weiter und so fort. Und die waren in der Regel nicht betroffen. Und bei manchen Völkern war eben der waren die, war die Symptomatik so schwach oder es war wirklich nur so vereinzelt zu sehen, dass das so einfach mittels Verflug erklärbar ist. So, jetzt haben wir immer vom Volk gesprochen an sich, also Völker, die krank wurden, Völker, die nicht krank wurden, aber es gibt etwas, das habe ich so noch nicht gefunden, dass es, oder ich habe es übersehen oder nicht richtig hingehört, dass es so diskutiert worden wäre in Vorträgen. Es gibt Unterschiede innerhalb des Volkes, innerhalb eines Volkes. Wie erkranken Bienen innerhalb einer Einheit? Und es ist ja so, dass Arbeiterinnen ganz unterschiedliche Väter haben und damit eben auch unterschiedliche Genetik und meiner Beobachtung nach sind damit nicht alle individuellen Bienen oder alle Individuen eines Volkes gleichermaßen anfällig. Und das ist mir eigentlich erst aufgefallen oder bewusst geworden, als ich unfreiwillig ein etwas, unfreiwillig ein Experiment durchgeführt habe, das ich so nicht geplant hatte, was sich dann aber so ergab, nämlich der Adamstarter der Hölle. Ich weiß nicht, ob jeder weiß, was ein Adamstarter ist. Das ist eine Technik, eine Kiste zusammenzustellen, die mit Bienen überquillt, um darin dann, nachdem man diese Einheit entweiselt hat, Königin aufziehen zu lassen, um zu larven und da dann die Larven reinzugeben, damit die gepflegt werden. Und ein Adamstarter funktioniert so, dass man Brutwaben von allen möglichen Völkern sammelt. Und dann noch Arbeiterinnen in großer Zahl dazu gibt und nach 9 Tagen bricht man die Zellen und dann entfernt man die Königin und steckt dann da, nachdem das Volk gemerkt hat, dass es hoffnungslos, weiselos ist, gibt man da eben Zellen oder Larven.
Und die Idee ist, dass so eine Einheit dann überquillt mit jungen, pflegewilligen Bienen und die dann besonders gut die Zellen pflegen. Es ist eine etablierte Standardtechnik, um Königin aufzuziehen. Mein Problem dabei, und es ist schon bemerkenswert, dass mir das mit der Vorgeschichte so passiert ist, aber ist es und im Nachhinein auch ganz gut. Ich hatte übersehen, dass beim Zusammenstellen dieser Brutwaben und der Arbeiterin, die ich dazugegeben habe, dass es da bereits CBPV-Bienen gab. Also ich schüttete in diesen Adamstarter kranke Bienen rein. Warum auch immer, es war nicht beabsichtigt. Irgendwie war ich abgelenkt. Nach 9 Tagen habe ich dann den Starter aufgemacht. Also ich habe das alles reingeschüttet und in die Waben reingehängt und so weiter, damit der sich dann halt aufbauen kann in den kommenden 9 Tagen. Und als ich den dann wieder aufmachte, sah ich dann schon das ganze Elend, weil die Krankheit hatte sich in den 9 Tagen auch aufgrund einfach der sehr engen Verhältnisse, die da drin herrschten, dann auch rasend schnell ausgebreitet zwischen den Bienen. Aber was auffiel, was ziemlich sofort offensichtlich wurde, war, dass nicht alle Bienen gleichermaßen krank wurden. Und zwar die Buckfast-Herkünfte, die man ganz gut erkennen konnte, daran, dass sie halt ein bisschen gelber waren als die anderen, als die Carnica-Herkünfte. Es wurden deutlich mehr gelbe Bienen krank als graue. Das Verhältnis war ungefähr 4 zu 1. Auf 4 kranke gelbe Bienen kam eine kranke graue Biene oder umgekehrt. Es waren deutlich mehr graue Bienen, scheinbar völlig unbeeindruckt, als gelbe Bienen. Weil ich dann auch so einem gewissen Fatalismus anheimgefallen bin, habe ich dann den Zuchtrahmen trotzdem gegeben, obwohl es aus züchterischer Sicht natürlich Quatsch war. Aber ich dachte, jetzt ziehe ich dieses Experiment auch durch und schaue mal, wie weit ich das treiben kann. Und später habe ich dann den Adamstarter zu Ablegern aufgeteilt. Und interessanterweise waren dann 50% der Ableger tatsächlich erfolgreich. Die haben ihre Zelle fertig gepflegt, die Königin ist geschlüpft, die Königin ist begattet worden, ist in Eilage gegangen und nach einiger Zeit waren diese Ableger komplett CBPV-frei. Die, die es nicht geschafft haben, die habe ich dann aufgelöst und natürlich ist eine 50-prozentige Quote mies, keine Frage. Aber das war ja unter den Voraussetzungen auch gar nicht anders zu erwarten. Aber interessant war, dass die anderen nach 6 bis 8 Wochen kein CBPV mehr hatten. Ich habe dann noch ein anderes Experiment gemacht. Das war im gleichen Jahr. Und zwar habe ich im Frühjahr das war das auch das Frühjahr 22, muss das gewesen sein. Da habe ich aus diversen Mini Plus die Königin rausgenommen und habe dann diese entweiselten Mini Plus alle aufgestapelt zu einem großen Mini Plus drum. Und dem habe ich dann sich selbst überlassen. Von wegen können ja nachschaffen. Und in diesem Turm waren auch Waben drin von B18F1 Königin. Nämlich jenen, die ich noch nicht im Vorjahr eingeweiset hatte, sondern die noch in ihren Mini Plus dann über den Winter gegangen sind. Und nach 4 Wochen habe ich diesen Mini Plus Turm dann mal gecheckt und festgestellt, ah, die haben nicht nur keine Königin, also die Nachschaffung ist irgendwie schiefgelaufen, sondern die haben auch einen sehr starken CBPV-Befall. War auch hier so, hätte man fast erwarten müssen, oder das passt dann irgendwie auch ins Bild. Da waren eben auch wieder von einer betroffenen Genetik oder einer Genetik, wo ich annehme, dass die betroffen ist, Töchter und diese Töchter sind halt krank geworden. Und 2 Wochen später, dann habe ich nochmal einen Blick reingeworfen. Ich hatte dann nach 4 Wochen nichts gemacht. Irgendwie hatte ich dann noch keinen Nerv, keine Ahnung, wusste nicht, wie ich weitermachen wollte. Habe gesagt, guck später nochmal rein. 2 Wochen später habe ich dann nochmal reingeguckt und das Volk war stark dezimiert und es war ein elendiger Anblick, nur noch kranke Bienen. Und eigentlich bin ich dann schon losgegangen und habe eine Schwefelschnitte geholt, um die Bienen zu erlösen und dem ganzen Elend ein Ende zu machen. Aber dann gab es gegenüber noch einen kleinen Mini-Plus-Turm, der total ätzend war, was die Bienen betraf, weil keine Ahnung, die Königin hat halt einfach keine sanftmütigen Arbeiterinnen gemacht und es war immer echt ätzend, die aufzumachen.
Und weil ich die nicht leiden konnte, habe ich gesagt, okay, machen wir aus dem Ganzen ein Experiment. Ich habe die Königin rausgesucht, diese Agro-Königin, und habe die durchs Flugloch einfach nur einlaufen lassen unten ins Volk und habe die vergessen. Habe das hinten weggeschoben im Kopf und habe nicht mehr drüber nachgedacht. Im August habe ich dann irgendwann wieder reingeguckt, also dass die halt nach wie vor fliegen, ist mir dann schon aufgefallen. Das fand ich schon bemerkenswert, ich habe aber nie reingeguckt. Und im August habe ich dann doch mal reingeguckt. Und es waren keine kranken Bienen mehr da. Und das Volk war gesund und stark. Und es hatte über den Sommer tatsächlich Vorräte gesammelt. Also eigentlich waren die topfit. Und damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Um dem Ganzen noch einen draufzusetzen, da hatte sich eine Weile keiner mehr um Varroa gekümmert. Und ich wollte die auch nicht in diesem riesigen, unhandlichen Mini-Plus-Turm lassen. Also habe ich die Mitte August nochmal via totaler Brutentnahme auf Dardant gesetzt. Als Varroa-Behandlung. Die sind dann trotzdem stark in den Winter gegangen und sind Anfang Januar 23 dann musste ich die nachfüttern, weil die Kiste einfach von Wand zu Wand mit Bienen voll war. Und die einzige Maßnahme, die ich wie gesagt ergriffen hatte, war, die Königin zu tauschen. Und spätestens zu dem Zeitpunkt war ich davon überzeugt, dass egal was man macht, die wirksamste Variante CBPV zu behandeln, ist letzten Endes das Umweiseln. So, und jetzt noch ein weiteres Experiment, nur umgekehrt, wo ich nicht versucht habe, die CBPV durch die richtige Genetik rauszubekommen, sondern CBPV durch die falsche Genetik wieder reinzubekommen. Und ich sah es ganz offen, das war kein gewolltes Experiment, es war ein Versehen. Nämlich, ich habe die Möglichkeit, Königin besamen zu lassen, und ich hatte dann eine bestimmte Mutter. Und dann ist diese bestimmte Mutter von bestimmten Vätern besamt oder mit dem Sperma von bestimmten Vatervölkern besamt worden. Und die Königin, um die es jetzt gehen wird, sind nur mit drei Drohnen besamt worden. Also die haben eine sehr geringe genetische Varianz. Und diese Drohnen waren auch jeweils aus dem gleichen Vatervolk. Aber um das kurz ein bisschen konkreter machen, das sind auch wieder fiktive Namen, die hier kommen. Ich hatte acht Königinnen. Die haben sich aufgeteilt in zwei Gruppen, 2x4. Und zwar einmal war es eine, nennen wir sie B14, die besamt worden ist mit einer B18, und dann hatten wir eine B12012, die besamt worden ist mit einer B48. Wie gesagt, sind fiktive Namen. Es geht nur darum, dass klar wird, wir haben zwei unterschiedliche Gruppen. 2x4. Und im Nachhinein dann, nachdem die Besamung gelaufen ist, habe ich mir mal die Mühe gemacht, um ins Pedigree der Vaterseite reinzugucken, was ich vorher nicht getan hatte. Ich hatte, wie gesagt, auch nicht ausgewählt. Und da stellte ich fest, dass sowohl von der Mutter als auch von der Vaterseite diese alte B1234, die ich ursprünglich mal benannt habe, dass die in dem Stammbaum auftauchte. Und erst war ich gefrustet, weil ich dachte, nein, jetzt geht das wieder von vorne los. Aber dann habe ich gedacht, ach, sieh das doch als Chance, mal gucken, was passiert. Bei der zweiten Anpaarung war es dann aber so, dass es nur noch auf einer Seite diese B1234 gab und nicht auf beiden Seiten. Und dabei jetzt die interessante Frage: Würde CBPV wieder auftauchen? Würde das zu einer Anfälligkeit gegenüber CBPV führen? Und wenn ja, bei beiden Anpaarungen. Dadurch, dass halt die Schwestern in so einem Volk einen sehr engen Verwandtschaftsgrad haben, weil es nur drei unterschiedliche Väter gibt und die alle auch noch aus der gleichen Vaterkolonie stammen. Also von der gleichen Königin. Da müsste sich das ja relativ schnell zeigen. Und so war es dann auch. Ich war nicht überrascht, aber als ich dann später im August, das war so 6, 8 Wochen nach der Besamung reingeguckt habe, waren tatsächlich von der einen Gruppe, nämlich von den B14-Töchtern, den kann man hier sehen, von der ersten Gruppe, von der B14, waren drei von vier Einheiten krank und zeigten Symptome. Und im Januar waren zwei von diesen vier Minis dann auch tot.
Und von der zweiten Gruppe, wo nur von einer Seite die problematische Königin im Stammbaum vorhanden war, da waren zeigt null Völkersymptome, obwohl sie mitten zwischen erkrankten Völkern stehen. Und bis zumindest Ende Januar, also bis vor 2 Wochen, gab es da keine Verluste. Noch als Ergänzung, ich hatte noch eine andere CBPV-Königin gefunden, ganz anderes Volk. Diese CBPV-Königin habe ich genommen und ein gesundes, aber entweiseltes Mini eingesetzt. Und die habe ich dann nicht mehr kontrolliert. Die habe ich nur aufgefüttert. Futterabnahme war auch okay. Volksstärke war auch okay zum Einwintern. Aber auch die waren im Januar jetzt tot. Kann die Varroa gewesen sein. Kann CBPV gewesen sein. Muss aber nicht. Ist nicht ganz klar. Aber ist interessant zu sehen. Ich möchte vielleicht an dieser Stelle, weil ich es bisher vergessen habe, auf eine Sache mal hinweisen, die auch wichtig ist. Also meine laienhafte Forschung ersetzt natürlich nicht ernsthafte Wissenschaft. Das muss einem klar sein. Ich kann ja immer noch Kausalität und Korrelation miteinander verwechseln. Das ist absolut im Rahmen des Möglichen, ja. Aber soweit sind halt meine Erkenntnisse im Moment. Und ich kann zumindest zusammenfassend sagen, dass alle Völker, egal wie schwer sie CBPV zeigten, wenn ich sie umgeweiselt habe, wurden sie binnen 5 bis 8 Wochen symptomfrei. Und ich rede hier nicht nur von zwei Völkern, sondern von ein paar mehr. Wenn die Varroa-Last zu hoch ist, dann dauert die Heilung länger. In einem Fall ist sie auch schiefgegangen. Von daher ist es nie falsch, die Varroa-Last abzusenken. Nicht alle Bienen eines Volkes erkranken gleichermaßen. Das ist auch insofern wichtig, weil ja es erkranken ja nie alle Völker gleich stark. Und das ist für mich auch mehr ein Hinweis, als dass es, ja, oder es ist halt eben ein Hinweis, dass die Genetik wichtig ist. Weil wenn nicht alle Geschwister gleichermaßen erkranken, dann ist es ja auch durchaus im Rahmen des Möglichen, Bienen zu erzüchten, wo einfach keine Geschwister mehr erkranken. Aber das führt dann eben dazu, dass erkrankte Völker über den Winter symptomfrei werden können, weil wenn die Königin keine Eier mehr legt, also keine neuen Tiere mehr nachwachsen, dann sterben alle anfälligen Tiere weg. Sind tot und nur die unanfälligen, die oder die resistenten Tiere bleiben übrig und zeigen daher im Frühjahr keine Symptome mehr. Und so war es auch bei mir. Und dann dauert es wieder einige Zeit, bis genug anfällige Tiere nachbrütet wurden und dann die Krankheit wieder ausbrechen konnte. Es gibt ganz unterschiedliche Abstufungen einer CBPV-Erkrankung. Es kann auch für den Laien total offensichtlich sein, dass da was nicht stimmt. Es kann aber auch für den Profi sein, dass er leicht, wenn er nicht viel Erfahrung mit CBPV hat, dass er leicht eine Erkrankung übersieht oder mit anderen Krankheiten eben verwechselt, wie Waldkrankheit oder Schwarzsucht. Die in der Literatur und im Internet empfohlenen Behandlungsmethoden funktionieren nicht. Also sei es Raum geben, sei es dieses holländische Modell, füttern und Brutwaben geben, unterstützt das Volk zwar, aber es ändert nichts an der Anfälligkeit. Es sei denn, man packt halt Brutwaben dazu von einem Volk, was immun ist oder was resistent ist. Dann schlüpfen natürlich entsprechende Arbeiterinnen nach, die dann nicht erkranken. Aber an der eigentlichen Problematik ändert das nicht. So, und deswegen ist es. Und das ist sozusagen das Fazit, das entscheidende Fazit. Deswegen ist es wichtig, dass man lernt, CBPV zu erkennen, damit man dann entsprechend selektieren kann. Weil ich denke, dass die CBPV-Resistenz, wenn man es so nennen möchte, dass die sehr leicht herauszuzüchten ist. Ganz anders als bei anderen Krankheiten wie oder bei anderen Eigenschaften wie VSH, SMR. Wo das sehr schwierig ist, sehr aufwendig ist.
ist es sehr leicht, meiner Erfahrung nach, CBPV-robuste Bienen zu erzüchten, herauszuselektieren. Man muss nur wissen, halt, man muss nur eine Anfälligkeit erkennen können. Damit bin ich jetzt auch durch. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, wenn du oder ihr bis hierhin durchgehalten habt. Respekt, wie gesagt, Fazit, wenn CBPV, dann umweiseln. Und von solchen Königinnen, egal wie gut sie sind, nicht nachziehen. Das ist oftmals so, meiner Beobachtung nach ist es eigentlich immer so, wenn man einen Stand hat, wo CBPV auftritt, gibt es immer diese 20, 30, 40, 50% der Völker, je nachdem, wie viel man da stehen hat, die nicht erkranken. Und das sind die, die müssten alle erkranken, weil Verflug und so. Wenn sie es nicht tun, sind sie sehr wahrscheinlich resistent. Und wenn, dann sollte man von diesen Völkern nachziehen und wird vermutlich relativ schnell damit Erfolge erzielen können, was CBPV betrifft. In diesem Sinne, man muss ja auch mal Hoffnung machen. Habt eine schöne Saison.